Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 2 Tage nach dem Terroranschlag in Boston haben die Ermittler offenbar einen Verdächtigen festgenommen. Nach US-Medienberichten identifizierten die Fahnder den Mann auf einem Überwachungsvideo. Er soll kurz vor den beiden Bombenexplosionen eine Tasche am Tatort abgestellt haben. Details will die Bundespolizei am Abend bekannt geben. Bei dem Anschlag waren vorgestern beim Boston-Marathon 3 Menschen getötet und mehr als 170 verletzt worden. Trauerfeier für eines der Opfer des Terroranschlags. Aus Dorchester bei Boston stammte Martin Richard. Er wurde nur 8 Jahre alt. Das sind die Überreste der Bombe, die ihm den Tod brachten. Nach den Erkenntnissen der Ermittler wurden für den Anschlag Schnellkochtöpfe mit Schwarzpulver, Nägeln und Eisenkugeln befüllt und dann wahrscheinlich mit einer Zeitschaltuhr gezündet. Luftbilder vom abgesperrten Gelände in Boston. Inzwischen wurde auch ein Deckel und eine Steuerungseinheit der Bombe auf einem Dach sichergestellt. Auch 2 Tage nach der Tat gibt es offensichtlich keine heiße Spur. Irgendjemand kennt diesen Täter, hat etwas von der Vorbereitung der Tat mitbekommen. Melden Sie sich. Anleitungen zum Bau derartiger Splitterbomben sind leicht im Internet zu finden, etwa von der Terrorgruppe Al-Qaida eingestellt. Doch die Ermittler warnen vor voreiligen Schlüssen. Noch gäbe es keinerlei Bekennerschreiben, keinerlei Hinweise, etwa auf Al-Qaida. Wir ermitteln in alle Richtungen. Die Splitterbomben rissen fürchterliche Wunden. Gliedmaßen mussten in den Krankenhäusern amputiert werden. Nach letzten Meldungen werden 20 Schwerverletzte behandelt. Da gibt es Opfer mit 30, 40 Eisenteilen im Körper. Morgen will Präsident Obama nach Boston reisen. Die Stadt will sich dem Terror nicht beugen. Der Marathon soll im nächsten Jahr wieder stattfinden. Zum aktuellen Ermittlungsstand jetzt live aus Boston unsere Korrespondentin Tina Hassel. Hier in Boston haben sich in wenigen Minuten die Ereignisse überschlagen. Eine eigentlich für letzte Stunde angesagte Pressekonferenz wurde plötzlich verschoben. Da ahnte man schon, es könnte ein Durchbruch bei den Ermittlungen bevorstehen. Nun ist es wirklich zu einer Festnahme gekommen. Ein Mensch ist festgenommen worden. Dieser war zuvor auf einem Überwachungsvideo zunächst gefunden und dann sehr schnell identifiziert worden. Genauere Informationen zu dem Festgenommenen gibt es bislang noch nicht. Wir wissen also weder, ob derjenige ein Amerikaner ist oder aber aus dem Ausland kommt. Aber sollte sich dies jetzt bestätigen, ist dies ein unglaublicher Durchbruch hier bei den Ermittlungen 2 Tage nach den Bombenanschlägen in Boston. Und hiermit zunächst einmal zurück nach Hamburg. Über neue Erkenntnisse zum Terroranschlag in Boston halten wir Sie auch im Internet auf dem Laufenden bei tagesschau.de. Der US-Geheimdienst hat einen an Präsident Obama gerichteten Brief abgefangen, der ein tödliches Gift enthielt. Nach Angaben der Bundespolizei wurde die Postsendung bereits gestern außerhalb des Weißen Hauses sichergestellt. Bei der Substanz soll es sich um Rizin handeln. Dieser Stoff war zuvor bereits in einem Brief gefunden worden, der für einen republikanischen Senator bestimmt war. Es gibt bisher keine Hinweise, dass die Vorfälle im Zusammenhang mit dem Anschlag in Boston stehen. Opel baut vom Jahr 2015 an keine Autos mehr in Bochum. Der Aufsichtsrat stimmte einem entsprechenden Vorschlag des Vorstands zu. Die Belegschaft hatte im März den Sanierungsplan für den verlustreichen Autobauer mit großer Mehrheit abgelehnt. Darin hatte Opel den Beschäftigten in Bochum angeboten, die Produktion des Safira erst 2 Jahre später auslaufen zu lassen. In diesen unscheinbaren Flachbau der Rüsselsheimer Opel-Zentrale hatten sie sich zurückgezogen. 20 Aufsichtsräte, die das Aus für den Standort Bochum besiegelten. Am Ende blieb eine dürre Erklärung des Managements. Der Plan, bis Ende 2014 das Werk zu schließen, in dem derzeit noch der Zafira gebaut wird, werde umgesetzt. Jahrelang diskutiert, jetzt ein Schlag für die Betroffenen. Ja, ist natürlich sehr bedauerlich hier für uns und wir hatten uns da was anderes vorgestellt. Wenn diese Entscheidung so kommen sollte, dann wird Opel hier keine Ruhe mehr finden. Das werden wir nicht einfach mit uns machen lassen.
Damit endet die Produktion in Bochum 2 Jahre früher als ursprünglich von der Opel-Spitze angeboten. Die Belegschaft hatte eine Standortsicherung bis 2016 abgelehnt. Daraufhin brach das Management die Gespräche ab. Deshalb sei die Skepsis der Mitarbeiter berechtigt gewesen, verteidigt sich der stets kämpferische Bochumer Betriebsrat nach der Sitzung in Rüsselsheim. Es bleibt dabei, dass wir in Bochum natürlich alles tun werden, damit die Menschen dort eine Zukunft haben und die Region gleichermaßen. Es geht ja nicht nur um die Menschen in diesem Bochumer Opelwerk. Es geht ja um diese gesamte Region. Da sind ja tausende von Arbeitsplätzen mit verknüpft. Opel will so wörtlich Anschlusslösungen in der Region Bochum suchen, was immer das heißen kann. Die GM-Spitze hatte gerade erst Milliarden Investitionen in Opel angekündigt. Die Entscheidung gegen Bochum damit umso bitterer. Die Schließung des Werkes ist die Kehrseite des Bekenntnisses von General Motors zu seiner europäischen Tochter. Nur wenn der amerikanische Mutterkonzern mit Opel Geld verdienen kann, bleibt die Marke für ihn interessant. Insofern bedeutet das Leid der Bochumer Opelaner möglicherweise ein Stück Zukunft für die anderen Standorte. Warnstreiks bei der Post haben heute dazu geführt, dass viele Briefe und Päckchen nicht ausgeliefert wurden. Bundesweit legten tausende Briefträger und Paketzusteller ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die mehr als 130.000 nach Tarif Beschäftigten 6% mehr Geld, mindestens aber 140 Euro mehr im Monat. Die Post hat bislang kein Angebot vorgelegt. Auch morgen sollen die Warnstreiks weitergehen. Kommende Woche findet die nächste Verhandlungsrunde statt. Das Bundeskabinett hat heute die Erhöhung der Altersbezüge beschlossen. Sie fällt für die rund 20 Millionen Rentner allerdings unterschiedlich aus. Im Osten Deutschlands steigen die Bezüge um 3,29%, im Westen nur um 0,25%. Das bedeutet dort real eine Minusrunde, für den Osten eine stärkere Angleichung an das Westniveau. Sonderangebote, reduzierte Preise. Viele Rentner müssen auch in Zukunft jeden Euro zweimal umdrehen. Im Westen dürfte durch die Inflation von der besonders niedrigen Rentenerhöhung nichts übrig bleiben. Das starke Gefälle zwischen Ost und West erklärt die Bundesregierung mit der Rentenformel. Die Renten folgen den Löhnen und die sind im Westen weniger stark angestiegen als im Osten. Und außerdem werden im Westen noch unterbliebene Rentendämpfungen nachgeholt. Das ist im Osten bereits geschehen. Eigentlich hätten die Renten nach der Wirtschaftskrise 2009 aufgrund negativer Lohnentwicklung gekürzt werden müssen. Das wollte die Politik vermeiden und fror die Renten ein, gab also eine Rentengarantie. Diese muss jetzt im Westen stärker ausgeglichen werden. Zusätzlich dämpfend wirkt sich die zunehmende Zahl der Rentner aus. Und auch der sogenannte Riester-Faktor, also die Verrechnung einer privaten Altersvorsorge mit dem Rentenanspruch. Der Beschluss der Bundesregierung wird wegen dieser Kürzungsfaktoren von Sozialverbänden deutlich kritisiert. Die Rentner werden insgesamt benachteiligt gegenüber der Lohn- und Gehaltsentwicklung der Erwerbstätigen, weil eben zur Dämpfung des Rentenanstiegs zu tief eingeschnitten worden ist. Der VdK fordert, die Rentenformel zu vereinfachen, also alle Kürzungsfaktoren zu streichen, damit die Rentenerhöhung wieder uneingeschränkt der Lohn- und Gehaltsentwicklung folgen kann. Der Gorleben-Ausschuss des Bundestages hat sich nach 3-jähriger Arbeit nicht auf einen gemeinsamen Abschlussbericht einigen können. Das Gremium sollte klären, ob es in den 80er Jahren unter der damaligen Regierung Kohl eine einseitige Vorfestlegung auf den Salzstock Gorleben als Atommüllendlager gegeben hat. Die Opposition sieht das so, Union und FDP weisen dies zurück. Jetzt gibt es 2 Berichte. Die Auswahl des Gorlebener Salzstocks in den 70er Jahren, die untertägige Erkundung seit den 80ern, all das war rein sachlich begründet. Zu diesem Ergebnis kommt die Ausschussmehrheit von Union und FDP in ihrem Bericht. Gorleben sei auch weiterhin als Endlagerstandort geeignet. Gorleben ist eignungshöfig, wie es so schön heißt. Also es gibt keine Kriterien, die dagegen sprechen, dass es geeignet sein kann. Und deshalb, wenn man von einer weißen Deutschlandkarte ausgeht, dann darf man nicht einen schwarzen Fleck sozusagen von vornherein machen, den man sich nicht anguckt. Mehr als 7.000 Akten hat der Ausschuss gesichtet, Dutzende Zeugen befragt. Auch Angela Merkel zu ihrer Verantwortung als Umweltministerin in den 90ern. Die Opposition zieht ein anderes Fazit als die Koalition. Für sie hat die ausschließliche Festlegung auf Gorleben Methode. Methode Gorleben bedeutet nicht wissenschaftlich entscheiden, sondern Politiker haben sich über wissenschaftliche Erkenntnisse hinweggesetzt. Für die neue Endlagersuche könne man daraus 3 Lehren ziehen. Ausschließlicher Maßstab Sicherheit, nichts mit reinmischen, auch nicht Akzeptanzfragen, nur der Maßstab Sicherheit. 2. Absolute Transparenz.
Und drittens Partizipation von der Bevölkerung. Im Untersuchungsausschuss wurden ideologische Grabenkämpfe ausgetragen, auch noch nach dem Atomausstieg. Doch auch mit Abschluss des Ausschusses ist der Streit um Gorleben nicht vorbei. Er wird auch den Neustart der Endlagersuche belasten. Im Skandal um minderwertige Brustimplantate hat der Strafprozess begonnen. Im südfranzösischen Marseille stehen der Gründer der inzwischen insolventen Herstellerfirma sowie 4 frühere Mitarbeiter vor Gericht. Ihnen werden Betrug und schwere Täuschung vorgeworfen. Von dem Skandal sind weltweit Hunderttausende Frauen betroffen. Auf diesen Tag haben sie lange gewartet. Sie alle hatten Brustimplantate mit Industriesilikon in ihrem Körper. Jetzt wollen sie dem Verantwortlichen gegenüberstehen. Jean-Claude Mass. Der 73-Jährige steht seit heute wegen des Vorwurfs der schweren Täuschung des Betrugs vor Gericht. Für die Opfer und ihre Familien ist es wichtig, als Opfer anerkannt zu werden. Und auch, dass sie dem Verantwortlichen ins Auge schauen können, das ist für sie wie eine Therapie. So sahen die Brustimplantate aus, die Jean-Claude Mass in seiner Firma hergestellt hatte. Gefüllt waren sie mit billigem Industriesilikon. Viele waren undicht, sind gerissen oder verursachten Entzündungen. Eine Gesundheitsgefahr für die etwa 500.000 Frauen, die diese Implantate in sich trugen oder noch immer tragen. Länder wie Deutschland oder Frankreich hatten den Frauen empfohlen, sich die Implantate vorsichtshalber entfernen zu lassen. Nach all den Jahren möchte ich, dass er verurteilt wird für das, was er getan hat, denn er hat Zeitbomben in unsere Körper implantiert. Weltweit bangen seitdem Frauen um ihre Gesundheit. All diese Frauen wollen letztlich, dass er verantwortlich gemacht wird. Und sie wollen eine Entschädigungszahlung und dass man sich um sie kümmert. Doch die Firma von Jean-Claude Mass ist pleite. Schadensersatz können die Opfer deshalb vermutlich nicht erwarten. Er hat bereits gestanden, ihm drohen bis zu 5 Jahre Haft. Großbritannien hat Abschied von Margaret Thatcher genommen. Zehntausende säumten die Straßen der Londoner Innenstadt, um der eisernen Lady die letzte Ehre zu erweisen. An dem Trauergottesdienst in der St. Paul's Kathedrale nahmen mehr als 2000 Gäste teil. Die langjährige Premierministerin war in der vergangenen Woche im Alter von 87 Jahren nach einem Schlaganfall gestorben. Es war eine Zeremonie wie für eine Königin. Margaret Thatcher auf ihrem letzten Weg durch London. Zehntausende hatten sich am Rande der Strecke versammelt, um sie zu ehren. Aber auch Buhrufe und Proteste störten immer wieder die andächtige Stille. Und so stieg auch am Tag ihrer Beisetzung wieder der Lärm vergangener Schlachten auf, nachdem sich die Briten bereits zuvor in einem beispiellosen Erinnerungsmarathon über ihr Vermächtnis gestritten hatten. Die befürchteten Ausschreitungen aber blieben aus. Thatchers letzter Weg blieb ein friedlicher. Mehr als 2000 Gäste aus aller Welt erschienen zu einem Gottesdienst, den sie selbst minutiös so geplant hatte, um ihr das letzte Geleit zu geben, sie zu würdigen. Nach dem Sturm eines Lebens, in der Hitze politischer Kontroversen, ist nun eine tiefe Ruhe eingekehrt. Zuvor hatte der britische Premierminister David Cameron aus dem Johannesevangelium gelesen. Ein Land nahm Abschied am Ende ruhiger als erwartet. Nie zuvor hat der Tod eines Ex-Premierministers die britischen Gemüter derart erhitzt wie der Margaret Thatchers in den vergangenen Tagen. Die eiserne Lady, sie spaltet ihr Land über den Tod hinaus. Dennoch überwog hier heute vor allem der Respekt vor einer der markantesten britischen Figuren der Nachkriegsgeschichte, vor einer Frau, die, egal wie man es bewertet, ihr Land verändert hat. Der langjährige ARD-Korrespondent Jörg Armbruster erhält den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus. Die Jury lobte Armbruster für seine so wörtlich sorgfältigen, überlegten und zurückhaltenden Analysen. Der 65-Jährige leitete viele Jahre das ARD-Studio in Kairo. Im März war er während einer Reportagereise in Syrien angeschossen und schwer verletzt worden. Die Lottozahlen. 9, 24, 35, 37, 38, 45, Zusatzzahl 20, Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 1, 8, 7, 0, 0, 2. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 5, 9, 6, 0, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 18. April.
Vom Atlantik zieht ein Tief nach Skandinavien und bringt Deutschland morgen Schauerwolken, der Südosthälfte auch noch warme Luft. Am Freitag fließt dann deutlich kühlere Luft nach und besonders im Süden fällt zum Teil länger andauernder Regen. Dort ist es heute Nacht meist klar, sonst nur lockere, im Norden auch dichtere Wolken mit Regen. Später gibt's im Westen einzelne Schauer. Die überqueren uns morgen und erreichen am Nachmittag den Osten und Südosten, wo zum Teil auch Gewitter dabei sind. Gleichzeitig zeigt sich in der Nordwesthälfte wieder häufiger die Sonne. Der Wind weht im Süden schwach bis mäßig, sonst teilweise frisch, im Norden sowie in Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen, an der Nordsee auch Sturmböen. Am Alpenrand heute Nacht 6, am Rhein bis 14 Grad. Morgen 11 Grad in Nordfriesland bis 26 Grad in Niederbayern. Ab Freitag deutlich kühler, im Süden und Südosten teilweise länger andauernder Regen, sonst mal mehr, mal weniger Wolken und besonders im Nordwesten stellenweise Schauer. Am Wochenende im Südosten und Süden noch dichte Wolken, der Regen wird aber seltener, im Norden und Westen überwiegend freundlich. Die Tagesthemen hat Tom Buro für Sie in der Halbzeitpause des DFB-Pokals gegen 21:20 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.